zu dämlich bist. Du bist der Labyrinth. Wer feiert hier denn schon den Karneval? Alaf und Helau, seid ihr bereit? Willkommen zur bekloppten Zeit. Merkenne das aus Akte X, doch Mulderrufe hilft da nix. Das kommt durch Strahle aus dem All und plötzlich ist dann Karneval. Auf einen Schlag werden alle dämlich, denn das befiehlt das Datum nämlich. Es ist die Zeit der tollen Tage, so eine Art Idiotenplage. Eine Verschwörung, blöd zu werden, die jährlich um sich greift auf Erden. Aiware aus Geburt der Hölle und Ausgangspunkt davon ist Kölle. Denn dort gibt's nicht nur RTL, das Fernseh-Einheitsbrei-Kartell, sondern auch jede Menge Jecken, die sich auf Nasen Pappe stecken, in Teufelssekten sich gruppieren, danach zum Elferrat formieren, und dann muss selbst das dürfste Schwein dort auf Kommando fröhlich sein. Auf einmal tun in allen Ländern die Leute sich ganz schlimm verändern. Sie gehen sich hemmungslos besaufen und fremde Menschen Freibier kaufen. Schmeißen sich Bonbons an die Schädel, betatschen Jungens und auch Mädel und tun an jede, den sie sehen, ganz furchtbar auf die Eier gehen. Sie tun nur noch in Reime spreche und sind so witzig, man könnte brechen. Bewege sich in Polonesen, als trügen sie Gehirnprothesen. Man möchte ihnen im Vertrauen am liebsten in die Fresse hauen. Doch was soll man dagegen machen? Soll man vielleicht noch drüber lachen? Es hilft kein Schreier und kein Schimpfer, man kann sich nicht mal gegen impfen. Die Macht der Doofen ist zu stark, als dass man sich zu wehren vermag. Am besten ist, man bleibt zu Haus und sperrt den Wahnsinn einfach aus. Man schließt sich ein paar Tage ein und lässt die Blöden blöde sein. Der Trick ist, dass man sich verpisst, bis wieder Aschermittwoch ist und steht ein Zombie vor der Tür mit so einem Pappnasengeschwür und sagt Hallo, nur Hello, dann dreh sie um, die dumme Sau, und tritt ihr kräftig in den Arsch und ruft dabei nach Hallamarsch. Phoenix, Hello!